Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Jetzt wieder ohne Facecam, einfach nur, weil ich es kann. Und ja, also der Grund ist, dass ich den Akku laden muss von meiner Facecam. Und naja, die ist nicht wirklich aufgeladen gewesen. Und ich habe jetzt nicht wirklich viel Zeit, um das rauszuzögern, dass ich das ohne, also dass ich das mit Facecam mache. Und sagen wir es so, ich will jetzt nicht länger warten, um diesen Tempel, ich will jetzt nicht so lange warten, diesen Tempel zu beenden, bis meine Cam aufgeladen ist wieder, weil ich mache das ja nicht über eine normale, Webcam, ich mache das ja wirklich über eine, über so eine Cam, die hier steht, die mich filmt und ja, wo ich dann das Video extern reinschneide. Also das wird nicht direkt auf meinem Rechner gespeichert. Und ja. Jetzt, naja, ist ja nur noch dieser eine Part. Ich denke mal, da können wir mit leben. Aber da können wir nicht mit leben, weil jetzt sind wir tot. Und haben auch nur noch ein Herz. Wisst ihr was? Ich verzichte jetzt auf einen Tod. Auf einen Tod verzichte ich jetzt. Yay, Fee, yay. So, Freunde. Wir machen weiter. Das ist so toll. So, ziehen wir einmal mal die Stiefel an. Passiert uns auch nichts. Ich glaube, das ist auch im Sinne des Erfinders. Entschuldigung, wir spielen gerade ein Spiel. Es ist auch, glaube ich, im Sinne des Entwicklers, dass wir das so machen. So, und zack. Ach, und wenn wir schon mal dabei sind. Zack, und wisst ihr was? Ich lasse die Schuhe jetzt an. Wobei, nee, die Schuhe sind scheiße bei dem Kampf. Die Schuhe sind echt scheiße bei diesem Kampf. So, wir fallen noch direkt runter jetzt. So. Und ich würde gerne wieder das Bikoron-Schwert nehmen. Auch wenn ich es nicht gerne nehme. Einfach nur, weil ihr das so gerne sehen wollt wahrscheinlich. Sorry. Oh mein Gott. Es sind Hände. Oh mein Gott. Sie trommeln. Oh mein Gott. Es sind Hände. Oh mein Gott. Sie trommeln. Oh mein Gott. Es sind Hände. Oh mein Gott. Sie trommeln. Oh mein Gott. Es sind Hände. Oh mein Gott. Sie trommeln. Oh mein Gott. Es sind Hände. Oh mein Gott. Sie trommeln. Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott. Es ist die bestialische Schattenmonstrosität. Bongo Bongo. Oh ja, unter Bongo Bongo kann man so viel falsch verstehen. Einmal bitte das Auge der Wahrheit an und... Bäm, Junge! Und... Bäm! Halt! Ah, aua! Ich darf mich hier nicht so oft treffen lassen. Bäm, Junge! So. Bäm! So. Und jetzt einfach draufhauen. So oft wie möglich. So. Das war es aber leider noch nicht. Es geht aber schneller. Bam. Und na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Bam. Und jetzt mache ich hier aber alle. So, Freunde, das war Bongo Bongo. Ganz ehrlich, es ist meiner Meinung nach der einfachste Endboss in ganz Ocarina of Time. Der einfachste. Echt. Also, noch einfacher als Goma. Ja? Noch einfacher als Goma. Leute. Das soll schon was heißen. Oh. Swag. Y'all. Bum, 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 bum. Oh, ein Herzcontainer. Den brauchen wir ja so dringend. Ach, Leute. Schön. Ist schön mit euch. Ist echt schön mit euch. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen gerade, als mit euch zu zocken. Für euch zu zocken. Nein, es gibt echt nichts Schöneres. Ich meine, ich habe hier kein Real Life und so. Aber ich bin jetzt wieder so pessimistisch. Oh, scheiße. 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 So. Wir haben die nächste Weise. Und es ist Impa. Die ist voll Imba.
Du hast die Kreatur des Bösen bezwungen und den Fluch vom Schattentempel genommen. Hab Dank dafür, Link. Denn ich bin nicht allein Prinzessin Zeldas Vertraute, sondern auch jene Weise, die über den Tempel wacht. Die Shikas waren seit Generationen die getreuen Diener des Königsgeschlechts von Hyrule. Jedoch, auf den Tag genau vor 7 Jahren griff Ganondorf das Schloss an. Nach kurzem Kampf schon ergab sich Hyrules König. Ganondorf wollte den Schlüssel zum Heiligen Reich, den bestgehüteten Schatz der Königsfamilie, die Ocarina der Zeit. Meine Aufgabe war, Prinzessin Zelda zu retten und sie vor dem Zugriff Ganondorfs zu bewahren. Als ich dich damals bei unserer Flucht aus dem Schloss sah, warst du nur ein kleiner Junge. Jetzt ist aus dir ein stolzer Held geworden. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Die Prinzessin ist jetzt in Sicherheit. Okay. Schon bald wirst du Prinzessin Zelda von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Sie wird dir alles erklären. Dann, wenn die 6 Weisen den Großmeister des Bösen verbannt haben und wieder Frieden in Hyrule eingekehrt ist. Gehe nun, stehe Prinzessin Zelda an meiner Stelle zur Seite und beschütze sie. Meine Kraft soll dich begleiten. Ich lege sie in dieses Amulett. Okay, tu das. Und es ist violett. Ich lege es in dieses Amulett. Und dieses Amulett ist violett. Oh yeah! So, Freunde. Wir haben ein lila Amulett erhalten. Es ist lila! Das Amulett des Schattens. Impa gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt ihr ihre Kraft. Bitte suche die Prinzessin. Tschu. So, wir sind hier wieder raus aus diesem tollen Schmaus. Ich würde aber trotzdem gerne mal Nacht machen, weil ich möchte hier noch ein paar Skulltis suchen. Nein, das hier. Ich möchte hier echt noch ein paar Skulltis suchen. Deswegen machen wir jetzt hier mal Nacht. Wir machen uns hier jetzt erstmal nackt. So, Hosen aus, T-Shirt aus. Ja, es war gerade ein echt toller Bug, den wir hier gesehen haben. Ich fand's echt super, dass man das nochmal gesehen hat. So. Chucky. 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 Ha. Ha. Chip. Chick. Hip. Chip. Red. Chip. Iverdick. So, Kakariko. Und wir holen uns jetzt hier noch ein paar Skulltullas. Ich weiß auch ungefähr, wo sie sind. So. Mal hier hoch. Ganz wichtig, mit dem Typen, der da oben steht, also nicht der da oben steht und Ausschau hält, sondern mit dem, der hier sitzt, dürfen wir nicht reden, weil sonst kriegen wir ein Herzteil. Und wir wollen ja keine Herzteile. Herzteile sind ja der Inbegriff des Bösen. Und deshalb möchten wir keine Herzteile haben. Herzteile müssen leider draußen bleiben. Ja. Also. Du bist down. Aua. Du willst mich töten? Gibt's nicht. Ist nicht, mein Freund. So. Haben wir hier in Kakariko jetzt eigentlich alle Skulltis? Ich hätte nur einmal nach rechts drücken müssen, aber ist okay. Nein, haben wir nicht. Jetzt piept's natürlich wieder bei mir. Ich glaube, bei dir piept's so wohl, ey. Bei dir piept's, ey. Alter. Ja, oh, hör auf zu piepen, bitte. Ich brauche unbedingt ein Herz. Soll ich mir das Herzteil holen? Dann sind meine Herzen wieder voll. Quatsch. Nein! Fuck. Mann. Oh, Mano. Das war jetzt gemein. Das war jetzt echt gemein. So. Die 40 Skulltullas brauchen wir eigentlich auch nicht abzugeben, weil wir kriegen dafür nur eine Krabbelmine. Das sparen wir uns jetzt einfach mal. 50 Skulltullas werden wir auch nicht abgeben, weil dafür gibt es ein Herzteil. Das sparen wir uns sowieso. Aber, naja. Wir werden noch früh genug die Herzteile suchen.
Noch vor Ganondorf? Nein, natürlich nicht vor Ganondorf. Natürlich erst nach Ganondorf. Natürlich erst, wenn alles hier erledigt ist. Alles. Und mit alles, meine Freunde, meine ich auch alles. So. Hier geht's jetzt erstmal hoch. Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. Es nervt zum Glück nicht. Ist hier oben noch eine Skulptur? Nope. Wo sind denn die letzten Skulptulas hier in Kakariko? Das ist jetzt echt eine legitime Frage, ne? Kling. 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 Können wir noch nicht machen? Okay. Dann sind die wahrscheinlich in irgendwelchen Gräbern. Mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. In irgendwelchen Gräbern versteckt. Weil ich höre auch keine mehr. Ich höre auch keine mehr. Auf dem Baum? Nee. Eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Jo. Aber... Nein. Nein. So geht das Lied, genau. So ging das Lied. Lalalalala. Oh, hier erscheint kein Loch. Okay, dann muss ich hier mit Bomben arbeiten. Dann muss ich hier mit Bomben arbeiten. Hier nicht, okay. Hier. Bam. Nein. Hier. Ich weiß, dass hier was war. Ach. Wäre das hier nicht mit dem Emulator so scheiße, würde jetzt mein Controller vibrieren. Bam. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Loch ist. Ich meine, ich höre es doch auch Moon. Ach, ist ja auch egal. Ist ja auch egal jetzt, komm. Wir gehen einfach. Wir werden es schon finden. Wir könnten es auch ein bisschen spannender machen und jetzt gar keine Skulptur das mehr einsammeln. Aber das wäre ja doof, weil dann müsste ich ja später alle noch finden. Also, will schon so die den Großteil der Skulpturas. Oh, es regnet Herzen. Wie schön. Ah. Oh. It's raining hearts. Hallelujah. It's raining hearts. Hey, yeah. Hell, yeah. So, schauen wir einfach nochmal auf diesen Baum. Auch wenn ich mir sicher bin, dass ich hier schon geguckt habe. Nö. Ach Leute, ich mag die Hylianische Steppe. Wir gehen jetzt eben noch ins Tal der Gerudos. Und dort werden wir schon mal so ein bisschen vorbereitende Maßnahmen treffen. Oh mein Gott, es ist dunkel. Oh mein fucking Gott, es ist dunkel. Mein fucking Gott. Also... Ja, wisst ihr Bescheid? Wortwitz. Nope. Legen wir hier mal eine Bombe. Hier ist auf jeden Fall ein Loch. Okay. Kann man mit rechnen, dass hier ein Loch ist. So. Ich weiß nicht, ob ich die Kiste öffne. Das ist eine kleine Kiste, die kann man öffnen. Yay. Und da sind ganz viele Käfer. Das sind ganz viele Kiffer. Ich unterstütze sowas natürlich nicht. Komm mal her, du. So. Wemsen. Und da war noch einer. Wemsen. War noch einer? Nein. Keine Skulptura für mich. Nope. 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 Foxy, lauf doch rückwärts. Das geht viel schneller. Wie oft hatten wir dieses Gespräch schon, mein Freund? Na, wie oft hatten wir dieses Gespräch schon? Ha? Ich muss auch sehen, wo ich hinlaufe.
Ich hab doch nur 3 Herzen. Das ist voll die geile Ausrede, ich weiß. Ich würde es gerne mal Nacht machen. Komm, ich mache jetzt einfach mal 20 Minuten Part. Der Part wird jetzt einfach mal 20 Minuten lang. Oder der wird so lang, bis ich im Gerudo-Tal bin. So. Weil, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch mal die Wände abklappern. Nach Eventualitäten suchen. Nach eventuellen Tätern. Ja, wir müssen ja alle Eventualitäten abklären. Und gucken, ob hier noch irgendwo Skulpties sind. Und da die meisten ja nachts auftauchen. Oh, guck mal, Pfeile. Finde ich aber nett. Gucken wir auch nachts. Immer an den Wänden entlang. Da werden wir früher oder später eh fündig. Und guck mal, da ist zum Beispiel mal gar nichts. War hier nicht immer eine? Nö. Okay, dann nicht. Ich weiß nicht, ob ich an dem Baum schon war. Probieren kann man es ja mal. Da. Nose. Da. Da. Ein Pfeil. Hey. Hab ich nicht eben eine gesehen? Nee. Also hier an der Wand entlang war keine mehr. Okay. Alles klar, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal in diesem Loch. Dann gucken wir einfach mal in diesem Loch. So. Oh, eine Feenquelle. Wir haben ja eine Fee benutzt, noch in diesem Part sogar. Yay! Jetzt haben wir wieder eine neue Fee. Das finde ich toll. Ich hätte aber gerne wieder den Enterhaken. Entern. Ja? Entern enden eigentlich auch. Oh mein Gott, meine Witze werden immer schlechter. Es wird Zeit, mit dem Let's Playen aufzuhören. Meine Witze werden schlecht. Waren sie das nicht schon immer? Ja, ja. Ich will nicht, dass es Tag ist. Ist das da hinten? Was ist das da hinten? Sitzt da eine Fliege an der Wand von Hyrule oder ist das ein Skulpti? Oder war es einfach nur Dreck auf meiner Linse? Es war, glaube ich, einfach nur Dreck auf meiner Linse. Baum? Hallo, Baum? Nö. Tschüss, Baum. Entschuldigung. Oh, Mann. Tick. Hüp. Tick. Hüp. Hick. Ha. So, Leute. Wir sind gleich im Gerudo Valley. Im Gerudo-Tal. Da wollten wir ja auch hin. Warum bin ich gerade erschrocken wegen diesem Geräusch? Hallöchen, lieber Geist, der langsam in die Ecke scheißt. Aua. Alter. Ach, natz mich nicht. Jung, natz mich nicht. So. Wupp. Bah. Da hat das Spiel kurz geleckt. Boah, ey, der nervt. Natürlich. 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 Es macht Sinn. Mu. Ich mu dir auch gleich eine, ey. Da war man, glaube ich, auch noch nicht. Heben wir uns mal auf, diese Steine hier. Die Musik wird jetzt noch episch genug, aber ich würde sagen, wir beenden den Part hier und ich sage tschüss, ciao, ciao, tschö, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal bei Ocarina of Time. Ciao!